Die chronische Tubenbelüftungsstörung sollte zunächst immer konservativ therapiert werden. Konservativ therapieren heißt, wir machen Nasenspülungen morgens und abends, wir geben örtlich wirksames Cortison-Nasenspray und die Patienten müssen 50 Mal am Tag Druckausgleich machen. Diese Therapie setzt man über mindestens 6 Wochen fort und es führt sehr häufig zu einer deutlichen Befundverbesserung. Wenn diese Therapie nicht ausreicht, wenn also die Tubenbelüftungsstörung weiter vorhanden ist, dann gibt es die Möglichkeit, die Tubenbelüftungsstörung durch das Einlegen von Paukenröhrchen komplett beschwerdefrei zu machen. Ein Paukenröhrchen wird ins Trommelfell eingelegt. Das ist ein ganz kleines Metallröhrchen, was innen hohl ist. Und dadurch muss dann das Ohr nicht mehr durch die Ohrtrompete belüftet werden, sondern die Luft geht durch den äußeren Gehörgang, durchs Trommelfell, ins Mittelohr hinein. So ein Paukenröhrchen hat natürlich einen Nachteil, denn da geht nicht nur Luft durch, da geht auch Wasser durch. Und das heißt, man darf den Kopf nicht mehr unter Wasser stecken. Manche HNO-Ärzte gehen sogar so weit, dass sie sagen, man darf damit nicht mehr duschen und muss einen Ohrenschutz beim Duschen tragen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass Duschen üblicherweise nichts ausmacht. Also mit Paukenröhrchen kann man schon duschen, aber man kann halt nicht mehr den Kopf unter Wasser stecken. Und da ich Tauchmediziner bin und viele Patienten mit Tubenbelüftungsstörungen beim Tauchen behandle, kommen natürlich für mich Paukenröhrchen bei diesen Patienten nicht in Frage, weil das Wasser dann ins Ohr reinlaufen würde und wir die Ohrinfektionen kriegen. Also ist die Paukenröhrcheneinlage eine Therapie für Leute, die nicht ins Wasser müssen. Kinder haben sehr häufig Tubenbelüftungsstörungen, weil die vergrößerte Rachenmandeln haben. Und hier wird typischerweise die Rachenmandel operativ entfernt und Paukenröhrchen eingelegt. Diese Paukenröhrchen fallen nach 8 bis 12 Monaten von alleine in den äußeren Gehörgang und werden dort abtransportiert. Und meistens findet man die dann auch nicht, die sind einfach weg. Und im Rahmen der Paukendrainageneinlage erholt sich die Schleimhaut im Mittelohr und meistens ist es dann mit dieser Paukendrainageneinlage bei Kindern alles wieder in Ordnung. Weil die Ursache, die vergrößerte Rachenmandel, wurde ja operativ entfernt. Bei Erwachsenen, die Probleme mit der Tubenbelüftung haben, stößt sich das Paukenröhrchen ebenfalls nach 8 bis 12 Monaten ab. Nur in dem Moment, wo das Paukenröhrchen abgestoßen ist, fangen die Beschwerden wieder von vorne an. Das heißt, hier heilt die Erkrankung nicht aus, sondern es ist tatsächlich, wenn Sie so wollen, eine kleine Mogelpackung, weil Sie einfach das Ohr durch das Paukenröhrchen belüften. Das ist so ein Paukenröhrchen. Ein Paukenröhrchen ist letztlich ein ganz kleines Metallröhrchen. Das hier ist ein Goldröhrchen. Das ist eigentlich ein Silberröhrchen mit Goldüberzug. Und das wird ins Trommelfell eingelegt und weil es innen hohl ist, kann da Luft durch. Wenn Sie links und rechts ein Paukenröhrchen ins Trommelfell zum Beispiel einlegen, dann muss das Ohr über die eustachische Röhre nicht mehr belüftet werden. Und zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Problem mit der Belüftung der Ohren hat und fliegen möchte, können Sie ihm links und rechts ein Paukenröhrchen einlegen. Großer Nachteil der Paukendrainageneinlage ist, dass es unangenehm und aufwendig ist, das Paukenröhrchen zu legen. Und es bleibt 8 bis 12 Monate liegen und danach fällt es raus. Das heißt, ich habe Patienten, die zum Teil 10-mal oder 20-mal im Leben schon Paukenröhrchen gelegt bekommen haben. Das ist natürlich nervig, weil es auch schmerzhaft ist, so ein Paukenröhrchen zu legen. Viel eleganter ist ein relativ neues Verfahren, was es jetzt mittlerweile aber auch schon seit 11 Jahren gibt, und zwar die sogenannte Ballontuboplastie. Bei der Ballontuboplastie kann in Vollnarkose durch die Nase durch hier dieser Katheter eingeführt werden. Wir haben dafür ein spezielles Einführinstrument und wird dann in die eustachische Röhre eingeführt. Hier. Dann sind wir quasi an dieser Stelle. Und an dieser Stelle wird der Ballon aufgeblasen. Das wird mit einer Wasserfüllung gemacht. So. Dazu haben wir hier so eine Pumpe. Das ist ein ähnliches Verfahren, wie man sie auch beim Herzkatheter verwendet. Also ich habe jetzt diesen Katheter hier auf 2 Bar aufgeblasen und dann entfaltet sich ein kleiner Ballon, ein kleiner Luftballon, wenn Sie so wollen.
Nur, dass wir den mit Wasser füllen, weil es mit Wasser ein hydraulisches System ist und einfach der Druck sich leichter aufbauen lässt. Und dann wird der Katheter auf 10 Bar Druck aufgepumpt. Dadurch wird er nicht größer, sondern er wird nur fester. Und der dehnt die Tube auf. Das heißt, Sie können Verklebungen in der Ohrtrompete lösen und dann funktioniert wieder der natürliche Weg der Belüftung der Ohren. Und das ist der große Vorteil gegenüber der Paukendrainage. Während die Paukendrainage quasi mogelt und einfach den natürlichen Weg der Belüftung umgeht und die Luft durch das Paukenröhrchen ins Mittelohr von außen lässt, mit den Nachteilen, dass der Körper nicht in Wasser darf, weil Wasser durch das Paukenröhrchen ins Mittelohr laufen würde, hat die Ballontuboplastie den riesen Vorteil, dass sie den natürlichen Belüftungsweg wiederherstellt und das mit einem kurzen Eingriff, dessen einziger Nachteil ist, dass es in Vollnarkose durchgeführt werden muss. Aber der Eingriff selbst dauert ca. 15 Minuten. Also man kann das auf beiden Seiten auf einmal machen. Und das funktioniert bei meinen Tauchern, bei 99% der Taucher. Also die konservative Therapie, würde ich sagen, bringt ungefähr 70% Verbesserung, manchmal 80%, wenn die noch gar nicht vorher therapiert hatten. Und die restlichen 20-30%, die nicht besser wurden durch die konservative Therapie, wenn ich die wieder als 100% nehme, dann ist ab und zu mal einer dabei, bei dem es nichts gebracht hat. Aber bestimmt 99%, die nach der Ballontuboplastie wieder tauchen können. Es gibt Hausmittel für die chronische Tubenbelüftungsstörung. Es ist auch etwas, was ich all meinen Patienten empfehle zu machen, bevor wir überhaupt mit irgendwelchen invasiven Maßnahmen anfangen. Und zwar wird die Ohrtrompete zum einen von Schleimhaut ausgekleidet, die angeschwollen sein kann. Das heißt, wir können diese Schleimhaut pflegen. Schleimhautpflege kann man durch Salzwasserspülung durchführen. Das heißt, ich lasse die Patienten immer Salzwasserspülung der Nase machen. Das ist eine Therapie bei der chronischen Nebenhöhlenentzündung, ist eine Therapie für die chronische Tubenbelüftungsstörung. Beide Erkrankungen werden durch Schwellungen der Schleimhaut verursacht. Das heißt, man sollte morgens und abends eine Spülung der Nase und der Nasennebenhöhlen durchführen und das hat sekundären Effekt auf die Belüftung der Ohren, weil die Schleimhäute in der Ohrtrompete abschwellen. Und ein zweiter sehr wichtiger Punkt ist, Sie können die Muskulatur der Tube trainieren. Das heißt, letztlich ist das ein quergestreifter Muskel, der die Ohrtrompete öffnet. Und ein anderer quergestreifter Muskel ist zum Beispiel der Bizeps. Das heißt, wenn Sie Hanteln stemmen, kriegen Sie einen kräftigen Bizeps. Wenn Sie joggen gehen, trainieren Sie Ihre Oberschenkelmuskulatur. Und wenn Sie einen Druckausgleich durchführen, trainieren Sie den kleinen Muskel, der die Ohrtrompete öffnet. Das heißt, wenn Sie die Nase zuhalten und theoretisch ausatmen, dann knackst es im Ohr. Merke ich jetzt auch, wenn ich das jetzt gemacht habe, jetzt höre ich etwas klarer, weil wieder mein Trommelfell etwas besser schwingen kann. Dieser Muskel wird kräftiger, je häufiger Sie ihn benutzen. Das heißt, Sie können den trainieren, als wenn Sie joggen gehen. Wenn Sie einen Marathon laufen wollen, müssen Sie regelmäßig joggen gehen. Und wenn Sie eine chronische Tubenbelüftungsstörung haben, dann müssen Sie regelmäßig Druckausgleich ausüben. Das heißt, alle meine Patienten sollen zuerst mal Nasenspülungen morgens und abends durchführen und über 6 Wochen 50 Mal am Tag, also alle 15 Minuten einmal, Druckausgleich durchführen und den kleinen Muskel trainieren. Und wenn die das machen, dann muss ich zugeben, dann unterstütze ich das noch zusätzlich durch die Gabe von örtlich wirkendem Cortison-Nasenspray, weil auch das abschwellend ist und nebenwirkungsfrei sozusagen. Wenn ich also 6 Wochen lang Nasenspülung mache, topische Kortikoide und 50 Mal am Tag Druckausgleich, dann werden ungefähr 70-80% meiner Patienten beschwerdefrei. Das heißt, brauchen dann eigentlich keinen Arzt.